Alright, Freunde. Damit dann auch willkommen zu Mario 3D Land. Die erste Starcoin haben wir. Eine etwas ungewöhnlichere Einleitung, sag ich mal. Aber der Support bisher auf dem Projekt ist auf jeden Fall auch sehr ungewöhnlich. Deswegen geht das so ein bisschen Hand in Hand. Falls ihr aber dieses Projekt weiterhin mögt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ich nach 3D Land noch 3D World machen soll oder ob ihr das halt sehen möchtet oder Bowser's Fury. Ansonsten natürlich lasst ein Like da, dies, das, bla, bla, bla. Ihr kennt das Ganze, wie das läuft. Und dann würde ich sagen, oh mein Gott, ich sehe jetzt schon, dass es richtig AIDS wird, oder? Alright, das war in der Theorie einfach. Nur bin ich nicht gut in Mario. By the way, ich will eigentlich aber trotzdem mal gucken, was sich dahinter befindet. Da ging es definitiv nicht weiter, es ging dann nur zurück. Deswegen progressen wir hier weiter. Ist hier irgendwo maybe eine Starcoin oder so? Da oben ist eine Starcoin. Master Chief ist wieder am Start. Oh, ich erinnere mich. Gab es hier nicht so eine Plattform, die sich nach oben bewegt? Oh mein Gott, sag nicht, das ist direkt das Level. Oh mein Gott, denn die Starcoin ist, glaube ich, hier rechts, ne? Oh mein Gott. Die Starcoin sollte ich, glaube ich, auch mit dem Boomerang holen können. Niemals. Niemals. So, jetzt haben wir die Starcoin. Alright, cool. Dann hätten wir alle drei Starcoins und die goldene Flagge. Sehr schön. Sehr, sehr cooler Start. Gefällt mir bisher. Außer natürlich der eine Dev, aber machst du nichts. Oh mein Gott, an dieses Level erinnere ich mich auch. Alles ist eine Top-Down-View, ne? Oh mein Gott. Apropos, an dieses Level erinnere ich mich auch. Und ich habe nicht so gute Erinnerungen an dieses Level. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr euch sehr auf die Kettensägen-Level freut. Ich mich tatsächlich auch mit einem sehr, sehr großen Kappa. Wir haben Checkpoint, aber keine Starcoin. Warte mal, das ist ein bisschen sus. Ich habe so das Gefühl, dass ich die erste Starcoin, maybe auch die zweite verpassen werde. Wait, what? Hä? Ich habe nicht ein einziges... Also für die erste Starcoin bräuchten wir höchstwahrscheinlich eine Feuerblume. Was ein bisschen dumm ist. Ja, und das ist sogar die dritte. Wow. Alright, ich habe ums Verrecken keinen Plan, wo sich die zweite befinden soll. Dementsprechend werde ich das Level jetzt einfach mit einer einzigen Starcoin beenden. Aber sollte wohl nichts sein. So, wir haben hier ein Bonus-Level, wovor ich so ein bisschen Respekt habe. Nur ein ganz kleines bisschen. Ich hoffe nur, hier ist irgendwie nicht ganz, ganz fies die Starcoin, weil... So, keine Autoscroller-Level sind schon ziemlich arschig, not gonna lie. Alright, hier ist die Halbzeitflagge. Ich habe noch nicht ein einziges Starcoin gesehen. Das heißt, wir haben die erste auf jeden Fall verpasst. Nee, das ist die erste. Oh, dann sind die einfach nur spät. Oh, eine Feuerblume nehme ich all day. Nice, ein Zusatzlevel. Ja, was heißt Zusatzlevel? Bonus-Stage, aber ich nenne die mal Zusatzlevel. Und da ist die zweite. Alright, ich bin gesprungen, aber zu spät. Ich habe es schon gesehen, tatsächlich. Und da ist die nächste Starcoin. Jetzt. Der 3D-Effekt. Der 3D-Effekt, der hat mich komplett hops genommen. Alright, jetzt aber. Ich wollte halt nur ein bisschen später rauf. Oh, ich hätte eh nicht warten müssen, weil hier geht's weiter. Oh. Nice, perfekt. Alle drei Starcoins und die goldene Flagge. Oh mein Gott, das ist so ein Monty-Level heißen die, glaube ich, ne? Oder so. Die Augen. Was ist denn mit Carsten los? By the way, es gibt ja auch einen Kaizo-Hack von Mario 3D Land. Ich habe den mal just for fun gezockt. Ich bin ja halt nicht der, sage ich mal, beste Mario-Spieler. Aber ich habe den mal just for fun gezockt. Ich kann die nicht kaputt machen, indem ich mich durchrolle, okay?
Und der ist wirklich nichts für mich. Nice, die erste Starcoin, sehr schön. Die zweite befindet sich hier hinter. Und da kommen wir hin, wenn wir uns ducken. Sehr schön. Alright, eine Feuerblume, die wir für hier hinten brauchen. Sehr schön. Können wir in die Röhre rein? Ja, können wir. Hier ist aber... Ist hier nur Zeit oder auch eine Starcoin? Sieht so aus, als wäre dann nur die Zeit und keine Starcoin. Da ist die nächste Starcoin. Alright, dann muss ich hier hinten durch, glaube ich. Und dann hier. Zack. Und dann haben wir alle drei. Oh mein Gott, wie viele Röhren sind hier drin? Okay, die Röhre ist hier reingegangen. Ich gehe auch da rein. Und komme hier raus. Ja, sehr schön. Alright, sehr schön. Alle drei Starcoins. Level complete. Ich bin happy. Oh mein Gott, wenn ich das hier schon sehe. Oh mein Gott, wenn ich das hier schon sehe, dann bekomme ich Angstzustände. Aber ja gut. Wegen Starcoins mehr als nur Ausschau halten. Befindet sich die zweite Starcoin auch wieder dazwischen? Muss ich dann so Walljumps machen? Ah, ne. Okay, wo ist die zweite? Ich glaube, Toad, der hat keinen Bock mehr auf sein Leben. Oh, die zweite Starcoin. Ey, ich sage, die zweite Starcoin, die ist schon ein bisschen tricky. Not gonna lie, die war schon ein bisschen tricky. Hier sollte dann auch die dritte Starcoin sein, I guess. Nice. Ich habe mich in den Tod ground pounded. Mashallah, mach nochmal. Alright, wenn man den Trick herausgefunden hat bei der zweiten Starcoin, dann ist das echt actually ziemlich einfach. Oh Gott. Nice. Sehr geil. Oh mein Gott. Alter, ich hatte richtig, richtig Sweat bei der letzten Starcoin und dass ich es halt zum Ziel schaffe. Alright, Level 5, Bowser Castle ist am Stizzle. Das bedeutet wie immer das letzte Level für das heutige Video. Kein Autoscroller, kinda happy about it und bin gespannt, wie das Level sich spielen wird. Sehr gut auf jeden Fall, denn nicht mal 20 Sekunden im Level und ich bin schon tot. Alright. Alright, erste Starcoin haben wir. Zweite Starcoin haben wir auch. Oh, das wird jetzt tricky, ne? Oh Gott. Ja, schade. Oh Gott, hier ist die letzte Starcoin. Das wird spaßig. Hab ich. Problem ist, ich darf mich jetzt nur nicht... Alles klar, Mann! ...treffen lassen. Oh Gott, Bowser-Kampf. Ich habe irgendwelche Moving-Plattformen gesehen. Aber wir müssen zu Bowser mit diesen Moving-Plattformen. Ja, ich glaube nicht, dass es so schwer ist, oder? Also, sollte zumindest... Oh, das war knapp. Alright, ich muss mich hier positionieren, damit er gleich zu mir springt. Nice Hitbox, by the way. Perfekt. Get fucked. Alright, nochmal den letzten Jump verkackt und ich habe bemerkt, in den letzten 10-15 Minuten habe ich bestimmt 35 Mal Alright gesagt. Läuft bei mir, würde ich sagen. Aber Friends, damit hätten wir die fünfte Welt auch erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Falls eben so war, dann lasst den ganzen doch einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord. Abonniert diesen Kanal, um in Zukunft gar kein Content mehr zu verpassen. Und dann werde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zurück oder in irgendeinem anderen Video. Macht's gut, ich bin raus. Peace.